das fand ich am Anfang noch gar nicht so schlimm, aber jetzt ist es halt schon ein bisschen nervig. In Englisch zum Beispiel machen wir gerade ein Musikvideo. Aber dazu muss ich noch sagen, dass das Transition hier halt extra kostet und halt nicht gerade wenig ist. Das hat übrigens auch jeder aus der Schule und nicht nur meine Klasse. Hallo, ich bin Hannah, ich bin 16 Jahre alt und verbringe mein Auslandsjahr gerade in Irland. Und ich werde euch in diesem Video mal die Unterschiede zwischen meiner irischen Schule und meiner deutschen Schule aufzählen. Erstens vergleiche ich hier deine jetzige Schule mit deiner Schule in Deutschland. In meiner jetzigen Schule müssen wir Schuluniformen tragen, was eigentlich in fast jeder oder sogar jeder, ich bin mir nicht ganz sicher, Schule in Irland so ist. Das fand ich am Anfang noch gar nicht so schlimm, aber jetzt ist es halt schon ein bisschen nervig, vor allem halt im Winter. Und die Lehrer nehmen das halt auch sehr ernst, also viele Lehrer, nicht alle, aber sehr viele. Die meisten Schüler hier ziehen nämlich über ihre Schuluniformen auch immer noch eine Jacke oder halt einen Pulli an und die werden dann von den Lehrern auch aufgefordert, die wieder auszuziehen. Und an sich finde ich das ja auch ganz in Ordnung, aber wie gesagt, im Winter ist es halt einfach scheiß kalt. Wir müssen ja wegen Corona auch immer die Fenster offen lassen, das heißt, es wird einfach noch kälter, als es eh schon wäre. In meiner deutschen Schule gibt es keine Schuluniformen. Wenn ich halt auch wirklich drüber nachdenke, ist mir das viel lieber. Im Allgemeinen gehe ich aber viel lieber hier zur Schule, auch wenn der Unterricht sehr viel länger ist. Aber die Lehrer gestalten einfach den Unterricht auch sehr viel spannender und nicht so langweilig wie halt jetzt zum Beispiel meine Lehrer in Deutschland. Die gestalten den Unterricht halt, wie gesagt, sehr viel spannender und packen nochmal Themen mit rein, die jetzt nicht so ganz normal sind. Und ich finde, dadurch kann man sich auch viel besser auf den Unterricht konzentrieren, weil es halt auch einfach mehr Spaß macht. In Englisch zum Beispiel machen wir gerade ein Musikvideo. Zweitens, vergleiche die Fächer und das Verhalten deiner Lehrer in deiner jetzigen Schule und deiner Schule in Deutschland und erläutere, was dir besser gefällt. Also die Fächer in Deutschland sind definitiv schwerer als die hier, aber das liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass ich im Transition Year bin und dass da eh mit weniger Stress abläuft. Wir schreiben zum Beispiel fast nie Arbeiten und machen entweder Präsentationen oder halt nur mündlich. Aber mündlich machen wir auch nicht wirklich ganz so viel. Aber dazu muss ich noch sagen, dass das Transition Year halt extra kostet und halt nicht gerade wenig ist. Im Fifth Year, das ist das Jahr nach dem Transition Year, soll es schon viel anstrengender sein. Wir haben zum Beispiel auch Fächer wie Hauswirtschaft oder Ingenieurswissenschaften. Und das haben wir in Deutschland nicht mal als AG. Meine Lehrer sind ganz in Ordnung und im Vergleich zu Deutschland relativ gleich vom Verhalten her, denke ich mal. Außerhalb, dass sie den Unterricht schon sehr viel spannender gestalten, wie ich ja schon mal erwähnt hatte. Ich finde die Schule hier von den Fächern her aber auch sehr viel besser, weil es einfach viel mehr Angebot und Abwechslung gibt. Drittens, wann und wie sind dir diese Dinge aufgefallen? Also aufgefallen, denke ich mal, sind mir diese Dinge schon relativ am Anfang, ich glaube so 3 oder 4 Wochen nach meiner Ankunft in Irland. Einfach weil hier ständig irgendjemand mal aus meiner Klasse gefragt hat, ob man mal rausgehen kann zum Spazieren oder bei einem Fußball-, Rugby- oder Basketballspiele zuzusehen. Von so weit Kämpfen haben wir übrigens sehr viele hier. Und oft fehlt auch einfach mal die Hälfte meiner Klasse, weil sie entweder bei einem Spiel aushelfen oder halt selber im Team mitspielen. Viertens, unterscheidet sich das Schulsystem stark? Ja, ich denke schon, dass sich das sehr unterscheidet. Zum einen bin ich ja im sogenannten Transition Year und das gibt es in Deutschland so gar nicht. Im Transition Year ist halt alles viel einfacher und ich denke mal, es soll einfach so eine Pause sein, bevor das Fifth Year beginnt, wo dann halt auch wirklich jede Note zählt. Das Transition Year ist aber freiwillig, das heißt, man muss das nicht machen. Wer halt direkt vom Third Year ins Fifth Year gehen möchte, der kann das auch. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil das Transition Year halt, wie gesagt, einfach sehr teuer ist. Außerdem habe ich hier jeden Tag, außer freitags, von 8.50 Uhr bis 15.45 Uhr Unterricht. Freitags haben wir nur einen halben Tag, von 8.50 Uhr bis 13.05 Uhr. Das hat übrigens auch jeder aus der Schule und nicht nur meine Klasse. Und im Gegensatz zu Deutschland haben wir hier keine 3 Pausen an einem langen Tag, sondern nur 2, von 10.50 Uhr bis 11.05 Uhr und von 13.45 Uhr bis 14.25 Uhr. Auch haben wir hier sehr wenige Doppelstunden, das heißt, wir haben nur sehr selten so 2-mal Englisch oder so hintereinander und haben halt jede Schulstunde eigentlich ein neues Fach. Und dann gibt es ja, wie erwähnt, noch die Schuluniform und die ist übrigens ziemlich teuer. Falls ihr noch am Überlegen seid, ob ihr überhaupt ein Auslandsjahr machen wollt, würde ich euch empfehlen, die oben angezeigte Nummer zu wählen und euch von Kulturwerke Deutschland persönlich beraten zu lassen. Oder ihr schaut euch einfach noch ein paar andere Videos von anderen Teilnehmern an.